Wenn, so wie du beschreibst, wer hier alles, hier Simon Glöde oder wie die alle heißen, was es hier für neue Leute gibt oder so, die alle was nach außen tragen, jetzt mal von den ganzen alten Säcken von Santiano oder so, mal ganz zu schweigen, denen ich das total gönne, worüber ich mich tierisch freue. Man braucht natürlich Aufhänger, die stark sind, klar, aber Santiano ist ja kein Single-Act, der jetzt irgendwie große Single-Hits schafft, sondern da geht es einfach um das grundsätzliche Lebensgefühl. Und von da an war er wirklich wie ausgewechselt. Für ihn gab es nur noch Bühne. Er war total präsent und hat also einfach gemerkt, dass das sein Ding, ne? Und das ist bis heute so geblieben. Das ist witzig, oder? Wir hatten dann ein Band-Contest in der Idritzhalle hier in Flensburg. Da waren verschiedene Amateurbands, die gegeneinander gespielt haben. Und dann gab es einen ersten, zweiten, dritten Preis. Ich weiß gar nicht, was es da noch an Preisgeld gab oder sonst was. Auf jeden Fall waren wir gerade dran. Und dann sprang hinten am Ende der Halle die Tür auf. Pff, die Doppelflügeltür. Und Andreas Fahner von Rockwork kam. Well, I'm a boy, 25. Anfang der 80er haben wir eine Band gegründet, die hieß Rockwork. Und das war in aller Bescheidenheit, also da haben wir die 80er Jahre ganz schön aufgemischt. An mir ging langsam meine Geld aus, weil ich habe in England meine Orange Stack, meine Rickenbacker 4001 Bassgitarre verkauft, um meine Abreise von England zu finanzieren. Und das Geld war schnell weg. Und nicht nur das, die Leute, mit denen ich zusammen gekommen bin, die waren auch genauso schnell weg.